Nein, natürlich sehe ich nicht. Ich lasse das Ganze einen Helfer machen und gucke zu. Ja, So wie ich wie das immer immer, mache. ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 15. Jetzt haben wir es endlich live. So ein Nein. Geständnis, dass er nie was macht. Nein. Ich mache nie was. Und Ich gucke immer nur zu. wolltest du nicht schon in der letzten Folge den Müll weggefahren haben? Den Mist, Den Mist. meine ich. Nein. Tatsächlich, aber das könnte. Oh ja, Nee, das mache ist eine ich sehr jetzt. gute Zu Sache. spät. Nein. Ach Doch. Mann. In mühevoller Kleinarbeit habe ich nämlich diesen Miststreuer gefüllt. Wir haben ja leider kein Förderband für Mist. Und entsprechend muss man das immer mit dem Teleskoplader Ja, stimmt. Oh, selber das machen. ist. Schade, dass es das nicht gibt, ne? Das ist ein Ja, bisschen also schade. wir könnten das reinmodden irgendwie, das Ja. ginge. Mal gucken, wie weit man hier mit 32.000 Litern Wahrscheinlich nicht so weit. Mist kommt. Ich hab, Soll ich ja, mal so, GPS sollen wir. anmachen? Ich kann es ja mal probieren. Du und dein GPS, mach das mal. Was haben wir denn für eine Arbeitsbreite hier von dem Ding? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte noch verraten, wie das Model hieß, 15. das in der letzten Folge genannt wurde. Ja. Das ist Kate Upton. Siehst du? Wusste ich gerade, Kenne dass ich den nicht. jetzt. Kennst du nicht? Nee. Ich kenne die. Also, die ist dafür bekannt, zumindest bekannt, dass sie große Brüste hat. Das. Was machst du hier? Du denkst dir, der Helfer, der soll mal gehen, oder was? Oh, habe ich nicht gesehen, dass du hier schon aktiv bist. Moment. Das kriege ich ja hin. Ja, mach dich mal schön weg. Jetzt lieber in die andere Richtung ausweichen sollen, oder? Ja, Da doch der ja, Zähler ja, hinter. ja. Ich meine, was siehst du denn Schönes? Ich sehe Weizen. Ich finde, Weizen ist ja momentan auch so ein bisschen die Saison, Haben wir weil da nicht Weizen ist super ja. viel von? Das kann sein, aber wir können ja auch super viel Ist davon das verkaufen. Winterweizen? Wir haben ja jetzt September. Ja, ich würde sagen, das ist schon eher Winterweizen, der gesät wird, ne? Also wenn ich was sehen würde, dann glaube ich jetzt, würde ich Weizen sehen. Weil so Mais ist doch eher so eine Sommerfrucht, oder? Mais ist auf jeden Fall eine Sommersache, ja. Aber müssen wir, also ich weiß nicht, ob wir müssen. So, wie wurde das GPS nochmal aktiviert? Du, da fragst du mich was. Was ist denn hier jetzt mit diesem Gülletransporter? Das hast du hier so hingestellt und ich brauche den Lastwagen. Ja, dann nimm den Lastwagen. Mach das mal. So, wie wird denn jetzt das GPS aktiviert? Wie war denn das? Oh Gott, sag ich schon. Aktiv-passiv? Ein Glück, dass ich nicht der Einzige bin, der hier bestimmte Dinge nicht mehr weiß und dann das Feld wegrubbert. Ja, man muss sich Ach, erstmal Mist. wieder reinfinden, aber ich glaube, so war's. Also, ich hab's jetzt erstmal raus, oder? Er fährt nicht auf der grünen Linie. Gott, wie schnell dieser Lastwagen. Wow, fuck. Wie schnell dieser Lastwagen ist. Oh, und ich glaube, auch unsere Kartoffeln sind fertig, oder? Sind die zu Ende gewachsen? Bestimmt. Ja, da müssen die abgeerntet werden. Nee, die sind noch nicht so weit. Die Nee, sehen schon nee. so fertig aus. Also, die Nee. sehen echt fertig aus. Mal hingucken. Die Kartoffeln, die haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Die sind jetzt total fertig. So sieht's aus. War ich immer bei den Kuh So, jetzt jetzt habe ich vorbei? hier. Mache ich das hier jetzt gerade? Warte mal. Verdammt, man hätte den automatischen. Mehr? Den automatischen Wendemodus. Sieht jetzt keiner, dass ich hier voll übers Feld fahre mit dem Lastwagen. Gut, dass ich das genau vor deiner Nase gemacht habe. Ups. So, Miststreuer. Also 50% ist raus und ich habe zwei Bahnen gefahren. Na, sag mal, Ist da schon ist ja krass. schon wieder der Helfer auf meiner Spur. Was heißt hier auf deiner Spur? Das ist seine ganz private Spur. Könnt ihr jetzt. Mano. Was sollen die Leute denken? So, und es gab aber auch irgendein Kürzel für GPS, dass ich hier nicht immer. So, was mache ich denn hier? Aber Kannst du mir irgendwie mal geht's. die,
wo kann man denn nochmal die Preise sehen für. Na, auf der Infotafel mit I kannst du da irgendwie. Ja, genau. So. So, und Kate Upton, ja. Und wollen wir da noch. Ich hätte noch ein anderes Thema, Mensch. Jetzt war die letzte Folge so schnell vorbei. Das war echt unglaublich schnell. Ja, ne? Der, kennst du nämlich den erotischen Karpfenkalender? Nee. Doch, doch, kenne ich. Doch, ja. Genau. Ich erinnere mich an diese Review mit dem. Was hat er gesagt? Eigentlich wollte ich ja einen erotischen. Suchte ich nach einem erotischen Krapfenkalender. Und dann bin ich auf dieses wunderschöne Stück gestoßen. Dann beschreibt er, wie großartig der tatsächlich erhältliche, wohlgemerkt. Krapfenkalender? Der Krapfenkalender ist. Wieso sollte man Krapfen suchen? Also, super. Bevor ich mich jetzt hier mit dem Helfer schon wieder anlege und er mir irgendwann auf die Fresse haut, fahre ich lieber mal den Mistwagen auffüllen. Ja, und oh. Was hältst du davon? Magst du Karpfen? Ja, Ponze! Oh, nicht, Ponze im Sonderangebot! Was ist im Sonderangebot? Ponze! Ponze! Ponze sind diese super duper krassen Holzverarbeitungswerkzeuge. Okay. Raps momentan ist auf dem absteigenden Ast. Können wir verkaufen für 2278 Euro die Tonne. Wollen wir das machen? Aber ich würde eher sagen, nee. Raps noch, ja, pf, keine Ahnung. Dann lagere ich nochmal ein. So, jetzt werde ich hier mit dem Helferchen auch mal ein bisschen kurz sagen, ob das okay ist. So, wie war denn das hier so? Und dann. Wie schön der das hier macht. Hallo? Ah, muss man aufklappen. So. So, und dann. Oh, mein. Diese Steuerung von dem. Von den. Alles, was so Teleskop. Irgendwie Lader ist. So. Ich und das mache ich erstmal aus. Mach das. Plan schließen. Zack. Ja, Karpfenkalender. Nee, ich kenne das von. Wie heißt sie? Kleine YouTuberin Vegas. Vegas Films. Okay. Okay. Berliner, naja, obwohl sie wahrscheinlich nicht, oder könnte original Berliner, Original-Berlinerin. Könnte original sein, bin nicht sicher, aber die macht eigentlich hat einen YouTube-Kanal über so Film, also sie ist wahrscheinlich irgendwie aus dem Film-Business, Cutterin, sowas in der Art, und hat einen YouTube-Kanal, wo halt so Film-Tipps, also so das 1x1 des Films. Oder ABC des Films eigentlich, ne? So, L wie Licht. Okay. Ja, dann ist das ein 10-Minuten-Video über Licht, sozusagen, ja, wie man es einsetzt und was man da macht. Und cool. Immer mit Beispielen aus der Filmgeschichte. Also so harte Spitzenlichter sozusagen, die auf der, diese von hinten leuchten, sozusagen. Von hinten. Ja, von hinten gesagt. Im gut, Film Noir zum Beispiel. Und dann sind halt immer so Beispiele reingeschnitten. So. Okay, und cool. Ziemlich cool, ja. Also tatsächlich da also ne, mal, wo man was lernen kann. Und die hat aber dann so ihren privaten Videoblog noch dazu. Okay. Wo sie sagt so, Langeweile, irgendwie ein Sonntag ohne Koks zum Beispiel. Was? Ja. Was kommt dann da raus? Ja, genau, was sie halt einen Sonntag lang ohne Koks macht. So. Und das ist ein Kopfstand auf dem Sofa und ich will eine Qualle malen, irgendwie so. Ja. Okay. Einmal zusammengeschnitten von morgens bis abends. So. Okay, also ich muss gestehen, meine Sonntage waren bisher relativ gut ohne Koks. Ist das jetzt, muss ich mich dafür schämen? Ist das irgendwie etwas nicht Gutes? Oder? Nö. Wie genau? Nee, ich glaube, es ist schon. Ist okay, ja? Ja. Also ich kann mich noch unter meinen Freunden blicken lassen.
Ja, können wir unseren Zuschauer mal fragen, wie er einen Sonntag ohne Koks übersteht? Ob das überhaupt Ja. geht oder? Ob ich jetzt total uncool bin. Ja. Das kann ja sein. Das höre ich häufiger mal. Dass du uncool bist? Ja, Von wem das hörst sagen du mir auch das? viele. Ach, von allen, meiner Freundin meistens. Boah, der bist du uncool, warum bin ich mit dir zusammen? Sowas halt, Ach, ne? hey. Ja. Ah, immer die So. falsche. So, wie lange kann man das dem Zuschauer hier noch zumuten, mir beim Mistschaufeln zuzugucken? Soll ich das mal übernehmen? Und du kannst hier ein bisschen die coolen Sachen machen. Zum Beispiel zuzugucken, wie eines unserer Felder gegrubbert wird und gleichzeitig besät. Besamt quasi. Ja, können wir machen. Ich stelle den Ah, nochmal herrlich. richtig hin. Ich bin ja eigentlich ein großer Freund. Es gibt ja diese zwei Startprovinzen, ne, beim Landwirtschaftssimulator. Und ich bin ja ein großer Fan dieser amerikanischen Farmen. Also wo so riesig, die so riesige Felder haben. Das ist cool. Da kannst du dann auch mal. Kartoffeln sind noch nicht so weit. Und da setze ich tatsächlich dann so zwei Leute hintereinander. Zwei Saatmaschinen quasi. Also eine Saatmaschine, eine Grubbermaschine. Das ist cool. Das sieht dann auch richtig nach was aus. Da Hattest kannst du du den dann. Raps eigentlich gefüllt? Ich habe ihn abgefüllt dann und habe ihn ins Silo gebracht. Okay, Falls und du jetzt das ist hier meinst. Weizen drin und da wartest du. Genau, der ist. Genau, das ist der Weizen, der noch übrig geblieben ist, der quasi verschont wurde von meiner Grubber-Aktion. Ah, okay, ich dachte, den hättest du mit weggeschmissen. Nö, kommt schon durch die Kann man Maschine. hier Ich hole eigentlich das gleich mal. durchfahren? Ach so, nur zum Befüllen, ne? Ja, warte, da kannst du durchfahren. Ich weiß es gar nicht, wie das geht. Uiuiuiui. Oh! Aber ich glaube, der Anhänger ist auch so, dass er mitlenkt. Also man kann hier echt enge Sachen fahren mit dem. Das Stimmt, geht schon. ja. Also der Hint, aber der, da ist nur die Da ist Hinterachse nur von dem die Maschinen. letzte, genau. So, machen wir auf. Musst ein bisschen, nee, du musst ein bisschen weiter nach vorne. Oder? Ach nee, genau, der. Das Der war macht der hinten, ja. kleinere. Der macht nur hinten. Oder ich glaube sogar, der macht beides, der macht beides, wenn du möchtest. Also wenn du halt nicht so viel Platz Ach hast, ne, stimmt, macht ja, er nur der kann hinten. auch Und wenn seitlich, ne? er, genau, diese Aber Seiten entscheidet das, anscheinend. glaube ich, selber, Ja, genau. was er macht. Glaube ich auch. So, fahr mal, komm, hier, der sieht ja wieder aus wie Sau. Fahr den mal zum Reinigen. Wen? Den LKW? Na, den LKW. Müssen wir doch alles hier ein bisschen klinisch reinhalten. Das ist ja sonst nicht schlimm. Da habe ich drin gesessen, hier. Klinisch rein. Ach, das ist doch hier alles Bio, das muss nicht. Meins muss nicht. Okay. Da bin ich extra ganz zufälligerweise nur zum Tja, wo gelaufen. wir gerade bei anderen YouTuberinnen sind, kennst du Kelly? Ah, ich kenne wieder niemanden. Ja, Ich das sehe immer gibt's ja nur Trash. nicht. Kelly Mrs. Vlog? Oh doch, oh doch, die kenne ich. Die Ja, das kennst ist du? eine. Ja, meine Schwester hat ein jüngeres Modell Ach, die ist meinerseits. das. Ach so. Nee, Na, könntest du uns ja mal, das vielleicht können wir mal was zusammen genau. machen mit ihr. Nee, meine Schwester guckt die und erzählt mir dann immer mal wieder von interessanten Ausführungen von, ja, wie man sich seinen Lippenstift aufträgt und Sowas macht die. wie man belanglose, also wirklich, wie man 20 Minuten mit Belanglosigkeiten, Ja. so fertig, füllen kann. Das ist schon beeindruckend. Also man muss erstmal es schaffen, 20 Minuten über etwas zu reden und am Ende denkt man sich, okay, es ist irgendwie gar nichts herausgekommen. Aber vielleicht bin ich da auch eine Person, die das. Also es gibt ja Leute, ne? Das ist alles nur diese. Ich bin einfach einer von diesen Hatern, ja. Die alle sagen, dass das Ach ja, scheiße echt. ist und. Und bist du auch der Meinung, dass sie fett geworden ist? Also keine Ahnung, ich kam von den Dran Beschreibungen vorbei. meiner Schwester und dachte so, ja, okay, jetzt kann ich auch mal meinen Senf dazugeben, wie die Dame aussieht. Wie die Dame so, was die für Sachen macht. Aber ich hatte doch eigentlich gar keine Ahnung. Ja, ah, das war jetzt das letzte Video, ne? Sie war im Urlaub und hat von ihrer Finca da eine kleine Rundtour gemacht. Das ist ungefähr so wie ich. Von meiner Moment, Alpsch. was? Gibt es eine Rundtour von deiner Finca? Ich möchte das sehen. Und warum weiß ich, erfahre ich erst jetzt davon? Nee, das ist mehr, also jetzt Finca war es nicht, sondern ich war da auf der Alpspitze. Und da ist hier Und da auf dem gibt es ein Video von da dir? gibt's hier auf dem Video, hier auf dem Kanal ein Video von mir, 5 Minuten ungefähr, zusammengeschnitten, auf die Nein. Alpspitze und wieder runter.
Und wenn du das noch nicht kennst, dann guck dir das mal an. 5 Minuten hast du ja wohl Zeit. Und ich verlinke das hier auch per Infokarte, können der Zuschauer dann auch gleich nochmal draufklicken und sich das angucken. Und warte mal, ich wollte. Ja, und also so ein Urlaubsvideo. Und da ist sie natürlich im Sommer und enges Kleid und man sieht halt die Röllchen und die Kommentare halt, boah, ist die fett und so. Und jetzt hat sie halt so ein Randvideo gemacht, ja, wie sie halt, ist von wegen, dass sich Leute halt so aufregen, sie sei fett, sie ist ja wohl nicht fett und bla. Und aber danke für die anderen Kommentare, die halt sagen, sie ist doch nicht fett und so. Und da kannst du ja jetzt mit deiner Schwester dann mal drüber reden. Ja, nee. Ob sie nur fett ist oder nicht. Ich finde, sie hat halt ein paar Röllchen, ja. Aber. Also ist schon so ein Dickerchen halt, ne? Dickerchen. Ja. Also. Aber jetzt noch nicht unangenehm. So. Okay. Gibt ja nur noch wirklich unangenehme dicke Leute, so. Okay, wie definierst du unangenehme dicke Leute? Na, wenn. Also auch im normal stehen vielleicht schon die Speckschürzen so runterhängen. Und man so, sagen wir mal, also wirklich so Hautfalten hat. So für diskriminierende Ideen hat von Menschen. Ja. Das ist schon schlimm, sowas. Ja. Finde ich sehr schlimm. Finde ich ja, ich habe ja dann auch nicht dagegen direkt, aber ja, man ja, muss ja auch nicht gut finden. Oder wie er versucht, sich zu winden. Weg, Aal. Wie ein Aal windet er sich. So, ich fahre jetzt mal hier mein. Was macht denn das Ding von innen aus? Weizen. Ich fahre das Weizenzeug mal hier. Auf reizenden Weizen? Reizenden Weizen. Mach das mal. Oh, wir haben aber hier. Krasse Bremsen, oder? Der Pickup, der ist hier mit Sport. Der hat irgendwie 19 Zoll Felgen. Die Bremsscheiben. Gelocht und geriffelt, hast du nicht gesehen. Und dann die Bremse. Wie heißt das da, wo die Bremsbeläge drin sitzen, sind ist das die Bremsbacken? Nicht Brems, wie heißt das? Doch, Bremsbacken. Nee, Bremssattel. Das ist der Bremssattel, rot lackiert und so. Krasses Teil und fährt bestimmt 100. Naja, 50, okay. Ja, im Kreis, jetzt im Kreis gefahren. Achso, immer ausschalten, dran denken, ja, die verbrauchen Sprit, die Fahrzeuge. Ja, der eine hier, ich fahre hier gerade unser größtes Modell, das hat hier verbraucht bergauf. Feldrandcontainer, sehr geil. 70 Liter. Das ist sportlicher Preis. Ja, und hier der Horsch, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, das Ding grubbert und sät Kartoffeln oder sowas mit einem. Nee, Kartoffeln stecken, meine ich, kann er nicht, ne? Welche jetzt? Beim Händler steht ein Gerät, was also wie ein Scheibengrubber aussieht und noch irgendwie so ein Kanister dran hat. Also ein Container für Saatgut. Okay. Soll ich den schnell mal anhängen? Das weiß ich nicht. Moment. Ich guck mal gerade. Ich komm mal zu dir runter. Ja. Ich hänge nur mal an, um zu gucken, was der eigentlich macht. Lol, wenn sie denken. Oh Gott. Ja, genau. Wisst ihr nicht, dass der Horsch 112,5 SW sowieso dit und dit kann? Und dann jetzt wieder meine Fahrkünste. Ah, hier. So, der macht Mais. Der kann Mais. Mais und Rüben. Mais an. Und eben grubbern dabei. Glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Und grubbern? Also ich behaupte mal, dass der grubbert. Nee, aber ist kein Grubberer. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht wegen diesem Teil hier. Na, wenn man den ausklappt. Sag mal, dieses Gerät, also dieses Gerät hier. Dieses. Ach so, nee, das ist da, da steckt der nur. Okay, der grubbert nicht. Nee. Ah, verstehe, da kommen die kleinen Mais. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen, der gleichzeitig Rüben und grubbern. Also irgendwas stecken und grubbern geht nicht? Es gibt, glaube ich, eins, der Mais
Also Grubbert und Mais säen. Aber das war's. Hier rüben bin ich mir nicht sicher. Also, ja, ich bin mir nicht Aber mal bei dieses Grubbern Zeichen und hier, das möchte ich Mais. gerne mal nochmal be. Ja, deswegen, wegen dem bin ich ja eigentlich hier. Hier gegen den Zug. Bei der, da muss man scheinbar den. Da kann man Sieht cool aus, ne? den Elfen kann man da ausführen oder aus. Sieht total interessant aus. Und es hat auch so viele, ich weiß nicht was. Was ist denn das hier? Das sind so auszuführende. So, jetzt müssen wir selber mal gucken. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Ne, der kann nichts. Also der ist durch das Ah ja, jetzt Ankoppeln. hat er sich hochgewuchtet. Durch das Ankoppeln alleine wird er einfach nur macht er immer dahin die Hydraulik wahrscheinlich. Pneumatik, ja. Weil der wird so. Aber was ist das denn jetzt hier links? Was denn? Was macht das? Ne, diese grauen, scheinbar aus zu klappende Haken. Was tut es? Manchmal sind Ich sie habe. auf einer derselben Seite, manchmal sind sie nicht auf einer derselben Seite, in zwei Richtungen ausklappbar quasi. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß Leute, es sagt es nicht. uns, was sind diese grauen Schreibt es uns Haken? in die Wofür sind sie denn? Kommentare. Und dann Vielleicht. in der nächsten Folge werden wir es noch nicht wissen. Aber die ist jetzt ran, Warum? also unsere heutige Folge ist schon wieder zu Ende. Ach Mann. Und in der nächsten Folge werden wir es also noch nicht. Also ich fahre den jetzt noch irgendwo hin und dann in der übernächsten Folge wissen wir dann, was es ist, wenn ihr uns das schreibt. Ich glaube ja, es ist einfach, es ist ein sehr, sehr großer Partymantelaufhänger. Weißt Man du? muss aber echt groß, da muss man so Yetis irgendwie einladen, die dann da oben ihr Fell so ausziehen und dann da drauf hängen. Vor allem, warum sollte man das einem Gülle? Naja, egal. Einem Güllewagen, so eine Partybox ist vielleicht auch gar nicht so Du, schlecht. bei mir Man weiß es nicht. wurde heute hier vor der Haustür so ein Dixie-Klo abgeholt. Also von der Baustelle, von so einem LKW, der also fünf so eine Dixie-Klos drauf hatte. Oder mehr. Und es hat hier stunken. Ich muss fast brechen. Bei mir vor der Haustür. Das war so schlimm. Ja, das klingt nicht so schön. Also, vielleicht gibt es Leute, die das als Party sehen. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Daumen hoch nicht vergessen. Und abonnieren. Kommentare schreiben.